Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier seht ihr wieder Mike spielt irgendwas. Heute spielen wir was Neues. Und zwar Garden Life, a Cozy Simulator. Hier steht sogar Cozy dabei, ausnahmsweise. Aber das hier ist ein Spiel aus der Reihe. Ja, ich spiele jetzt Cozy-Spiele an aus meiner neuen Reihe. Da will ich mal ein paar Cozy-Games mal ausprobieren. Mal gucken, machen die Spaß? Wie cozy sind die wirklich? Wie schön sind die gemacht? Wie entspannt? Cozy-Games, finde ich, das sollten Spiele sein, die simpel sind, nicht zu sehr anstrengend. Also Spiele, wo man ja gemütlich spielen kann, entspannt spielen kann, die einen nicht stressen. Und hier geht es ums Gardening. Also hier geht es ums Gärtnern. Ganz simpel gesagt. Ich habe so viele Farming-Spiele, wo ich einfach irgendwo immer was anpflanzen muss. Und klar, ist ja natürlich der Sinn der Sache bei diesen Spielen. Auch wenn der Fokus sich da auch immer weiter weg bewegt. Was zum Beispiel jetzt eher Richtung Housing geht. Also Haus ausbauen, Haus dekorieren oder eben auch kämpfen. Fast in jedem Spiel mittlerweile. Stardew Valley hat es eigentlich vorgemacht. Und diese Kämpfe werden auch immer umfangreicher. Es geht nicht nur einfach ein bisschen durch den Keller klopfen und so ein paar Monster killen. Das ist ja mittlerweile schon, man sieht das bei Sandrock oder auch Lens Island. Kann ich euch auch empfehlen, falls ihr mal das spielen wollt. Lens Island ist auch ein sehr gutes Spiel. Müsste ich eigentlich auch mal wieder machen. Die haben auch sehr viel getan mittlerweile. Da hat sich sehr verändert, das Spiel. Also auch ein sehr schönes Survival, ja, Farming-Spiel, könnte man sagen. Also Lens Island. Und hier geht es einfach nur um Gartenpflege. Wir pflegen einen Garten, pflanzen Blumen an, pflegen die, gießen die, sorgen uns um Insekten, positive, negative. Und das ist im Grunde alles, was wir machen. Das mit einer schönen Optik, ruhige Atmosphäre, einfach mal zum Abschalten. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Am Steam Next Fest gab es das auch als Demo, die ist sehr gut angekommen, habe ich so bemerkt. So von vielen Videos und Berichten. Ich selber hatte keine Zeit, das zu spielen. War einfach viel zu tun. Und ich hatte so viele Demos, da muss ich auch auswählen, was ich zeige, weil meine Zeit ist auch begrenzt natürlich. Und wir gucken uns das Ganze, bevor ich hier noch weiter Blödsinn rede, einfach mal an. So, ich hatte schon mal ein paar Einstellungen gemacht, um zu testen, wie das hier mit der Lautstärke ist. Als erstes würde ich immer die Geschichte empfehlen, weil da werden die grundlegenden Spielmechaniken erstmal erklärt und was man wie wo machen muss. Und dann kann man in Kreativmodus danach gehen und dann kann man seine fantasiefreien Lauf lassen. Aber wir machen erstmal die Geschichte. Außerdem möchte ich gerne ein bisschen wissen, worum es hier so geht. Ich meine, eine kleine Story gibt es hier auch so nebenbei. Und das wollten wir uns hier mal anschauen. So. Hi there. We're happy to welcome you to our community garden and hope that you'll settle in well. As you might have heard, this is a difficult time for us. Robin, who organized and cared for the community garden, was sadly taken from us too soon. We want to honor their memory. That's why we're looking for someone new to take the reins and bring some life back to this community garden. Everyone is super excited to meet you. Anyway, this is the address for the garden. I'll meet you there to get you up and running. I don't want to get ahead of myself, but I know I speak for all of us when I say I can't wait to see what you do. Thanks, Jasmine. Ja, danke, Jasmine. Die ist aus Sandrock wahrscheinlich hier rüber gesiedelt. So, Schrift ist ein bisschen hässlich, aber gut. Hey, I'm Jasmine. It's so great to finally meet you. Thanks a bunch for stepping up and volunteering. This garden really means a lot to us. Okay. So, sieht echt hübsch aus. So, die benutzen auch hier Unreal Engine 5. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. So, das ist Jasmine. Das Spiel gibt es mit englischen Text, die man hört. Hier kann man sich eine Limo ziehen. Immer so Moppet, so Cell-Shading-Look ein bisschen. Ja, kann man aber nicht benutzen. So, ich hoffe, das geht hier so von der Mausempfindlichkeit. Also, falls euch das hier zu ruckartig ist oder so, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Manche wird schlecht von sowas. Ich habe das schon auch sehr sanft gestellt, weil die Maus am Anfang nur so rumzucken. Das war schon komplett überempfindlich. So, reden wir weiter. To have a look around. The garden's not going anywhere. Genau, das ist hier ein Gemeinschaftsgarten hier von diesem kleinen Dörfchen. Da, wo alle Leute sich treffen, zusammen ein bisschen gärtnern, Dinge anpflanzen, Karotten züchten, wie auch immer. Das ist so ein Gemeinschaftsprojekt. Das sollte das Miteinander fördern. Also, ja, und den sollen wir jetzt pflegen, weil die Hauptperson, die das vorher gemacht hat, die hat sich, ja, sagen wir mal, davon gemacht, wie auch immer. Ob sie noch lebt, gestorben ist, ob sie verheiratet hat oder einfach die Schnauze voll hat, wissen wir es nicht so genau. Aber sie ist nicht mehr da. So, dann können wir uns aber schon, der Baum sieht schon mal geil aus. So, wir können uns hier jetzt umsehen, WASD, und dann können wir uns hier mit rechter Maustaste umsehen, können wir auch die Mittel halten, okay.
Ich glaube, ich muss den Sound noch mal ein bisschen runterschalten. Oder der Briefkasten war eben noch voll. Schriftkasten ist ein bisschen hässlich, aber man kann es zumindest gut lesen. Ein bisschen, ja, Jugendstil hier, wie das hier aussieht. Der Pavillon hier. As you can see, you've got your work cut out for you. I wanted to come by myself, but I've just been so busy. Ja, wir haben alle so viel zu tun und ich habe jetzt die Arschkarte. Ja, gut. But now you're here and you can look after the garden properly. And I reckon you're going to do great. Ich weiß nicht, wie mein Balkon aussieht. Ich muss irgendwann mal die Krähen vertreiben. Naja. So, was haben wir hier? The best starting point is probably the weeds. You can rip them straight out of the ground. You should buy a sickle. Makes it much faster. Unkraut, na toll. Wir fangen direkt mit dem Schönsten an. Danke. Ist das hier Unkraut? A few weeds in the garden might keep pests away from your plants, but too many, and all they'll do is steal water. It's a fine balance. Always something to keep you on your toes. Okay, hier, da. Ist das Unkraut? Keine Ahnung. Unkraut entfernen. Das ist Unkraut? Ich dachte, das wäre ein Blümchen. Okay. Oh, nimm das Unkraut. Nur weg ist es. So, jetzt habe ich hier irgendwie einen Müll in der Hand. Was mache ich damit jetzt? Blöp. Lustige Geräusche. Das ist ja wohl kein Unkraut, obwohl das nicht so schön aussieht. Okay. Ja, aber es sieht nett aus hier. Also hier kann man dann so einen Garten gestalten, Blumen zum Blühen bringen, Beete anlegen. Natürlich das vielleicht auch noch so ein gewissen Konzept, je nachdem, wenn man eins hat. Ja, könnte durchaus interessant sein. So, jetzt machen wir erstmal hier Unkraut weg. Plüpp. Bei mir macht das Unkraut diese Geräusche. Okay, was haben wir da jetzt? Jetzt können wir platzieren. Das ist anscheinend kein Unkraut. Das war hier den ganzen Krempel, den ich hier in der Hand habe. Das ist kein Unkraut. Das sieht ja furchtbar aus. Oh, komm. Weg, der Dreck. So, was ist das hier? Du musst auch weg. The compost bin is a great way to make weeds, leaf piles, and plant cuttings more useful. Leave them in here long enough and they'll turn into compost you can feed to your plants. Compost, ja, schön, aber wo ist denn das Ding? That'll make the plants grow faster, which basically means a quick way to a prettier garden. Jetzt wird dieser Komposthaufen. Das sieht alles nach Komposthaufen aus. Guck dir das an. Wenn hier die Säulen kaputt gemacht. Strom durchgezogen und es hat Absicht. Vielleicht kann natürlich auch sein, dass es irgendwie so eine Art Deko ist. Aber den Fluss können wir anscheinend nicht. Hier haben wir einen Wasseranschluss. Ah, einen Sprinkler kann man auch hier anbringen. Die Brücke ist hier kaputt. Aha, jetzt sollen sie erst reparieren. Hier gibt es Fische. Okay. Nett. Das hier der Komposthaufen oder was? Hm. Soll man da hinstellen? Das ist zumindest weg. Oh, ich habe hier auch einen Stein. Braucht einer einen Stein? Hier. Also. Ja. So. Ich habe einen Stein platziert. Wunderbar, das geht doch schon mal gut. Was haben wir hier? Aha, man kann eine Gießkanne auffüllen. Das ist aber ein sehr schöner Brunnen hier. Okay. Jetzt haben wir hier. Okay. Hübsches Kabinett hier. Oh, Spinnenweben. Ja, da müsst ihr aber mal ein bisschen sauber machen. Samenlager ist das hier. Okay. Oh, das ist ein Miezekätzchen. Oh, ein Miezekätzchen. Ich kann auch streicheln. So, hier ein Kalender oder was ist das? Ah, das soll wahrscheinlich hier Sonne, 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 Regen, Sonne, Sonne, Regen oder so darstellen, vermute ich. Und das Blatt da vorne deutet wahrscheinlich an, dass es jetzt Frühling ist oder so. Gibt es eine Kuckucksuhr? Es ist Maria. Okay, ja, warum nicht? So, was steht hier? To-do. Platziere eine Eichhörnchenbank. Ja, warum nicht? Baue einen Gartenstand auf. Eine Eichhörnchenbank? Organisiere einen Gartenschlauch. Ah, lass die Brücke wieder aufbauen. Lass den Schutt wegräumen. Lass, hört immer so an, als könnte ich das jemand anders machen lassen. Öffne das Gewächshaus. Vervollständige das Pflanzenbuch. Hilf Jasmine mit dem Pavillon. Alter Falter. Komm, hier haben wir schon einen Arsch voll Arbeit hier. Das gibt's ja überhaupt nicht.
So, eine Schere dürfen wir noch nicht benutzen, haben wir einen Lehrgang noch nicht gemacht. Okay, die Sicherheit geht vor. Das ist die Sicherheitsunterweisung bekommen. Deko-Lager. Oh, das klingt gut. Deko ist immer gut. Haben wir alles noch nicht. Okay. Kriegen wir wahrscheinlich im Laufe der Zeit. Das ist das Werkzeuglager. Aber auch noch nicht. Okay. Kein Werkzeug, wir haben keine Samen. Wir haben nichts. Oh mein Gott, außer der Katze. Ja, ich weiß. Okay. Hier ein Buch. Was ist das? Ein Gartenbuch. Oh. Einmal. Ja, macht er das jetzt alle 5 Minuten? Da bin ich mal wahnsinnig. Okay, einmal alles. Okay. Mhm. Hier sind wahrscheinlich so ein paar Hinweise. Klematis. Ja, Wucherpflanze. Das heißt wahrscheinlich das hier dann. Okay, was für Blätter die kriegen kann. Die mag, kann anscheinend überwintern. Okay. Also hier mal ein richtiges Pflanzenlexikon. Wahrscheinlich eher eine Sommerpflanze, eine Zwiebel. Zyklamen. Alpenfeilchen. Ah. Die lateinischen Namen kann ich gar nicht. Okay. Erzblume. Wahrscheinlich eine Herbst- und Winterpflanze. Fazia. Zimmeralia. Okay. Efeu. Okay. Sonnenblume. Gut, das geht hier richtig weit. Das haben wir hier noch. Trifft die Dorfbewohner. Jasmine. Ich glaube, Jasmine kann alles schaffen, wenn sie es sich in den Kopf gesetzt hat. Leslie mit dem Laden zu helfen, ihr eigenes Geschäft zu führen, den ganzen Statuten im Pavillon entwerfen und herzustellen. Sie ist sehr talentiert. Sind immer sehr interessante Geschichten auf Lager. Okay. Rotieren Interaktion. Umsehen. Heben Objekt auf. Okay. So, hier mal irgendwelche Punkte oder sowas. So. Katze schnurrt aber laut. Okay. So, gut. Ah, hier ist die kaputte Brücke. Ich habe auch keine Gießkanne. Wie kann ich da ein Vögelchen einfach so ins Wasser halten? Goldfische hier. Da auch. Süß. Okay, vielleicht müssen wir hier ein bisschen weiter erkunden. Also der Schutt hier. Schon mal nervig. Posttonne im Schuppen. Wo ist denn der Schuppen? Kann man hier eigentlich nicht so bewegen hier? Kann man Blümchen pflücken? Okay. Was ist hier für eine Kiste? Eine Lieferkiste. Ah ja, da kann man Aufträge annehmen mit. Okay. Ein Brett, Post gibt's auch. Ah, das ist die Komposttonne. Also. Okay. Last bit of cleanup. Here's a shovel to get rid of all the dead plants. Ich, danke, dass du mir eine Schaufel gibst. Danke, danke. It's a shame none of the plants made it, but their seeds should still be salvageable. Raum für neu schaffen. Halte zurück, um abgestorbene Pflanzen auszugraben. Kenne ich das jetzt? Hier. Vergiss es. Okay. Herzlichen Glückwunsch, du hast eine Pflanzenvariante entdeckt. Rose Rot. Wow, hätte ich nicht gedacht. Gut. Überraschend. Kann ich den Komposthaufen jetzt hier aufheben? Und das da reinschmeißen? Geht das? Ah, dann ist es da drin. Okay. Ach, lustig. Ist das auch ein Komposthaufen? Kann man das auch da reinschmeißen? Blöpp. Aha, okay. So, was haben wir hier für ein Ding? Was war das mal? Eine gelbe Narzisse! Okay, ja. Ist ja jetzt schon wieder die Zeit für Narzissen. Und zum Garten komme ich schon langsam wieder raus. Die ganzen Kroken. Krokanten, oder wie die nennt. Krokodile. Weiß es nicht. So, Blumen. Rosen. Was haben wir hier? Wir haben so einen Laubhaufen. Nehmen wir mal mit. Hier sind mal mehrere von den Dingern. Das kann man auch ausbuddeln. So. Mehr von dem Zeug. Flöpp. I see you've brought a rucksack with you too.
Genau, Rucksack. Smart. I don't think I ever saw Robin without theirs. Ja, they're ja. great for just throwing anything and everything inside. Genau. Ich mache immer da Sache rein. Das ist eine gute Sache bei Rucksäcken. Dann haben wir jetzt Pflanzensamen bekommen. Laubhaufen. Laubhaufen, das habe ich jetzt gelernt. Kommen da rein. Ich kann das. Das haben wir schon mal. Laubhaufen. Ja. Ah, wir haben noch jetzt ein Samenschränkchen. Kann man das jetzt reinschmeißen? So, cool. Hab schon mal zwei Fächer voll. Na, Miezekatze. Miau. Okay. So. Hotbar-Slots zu wechseln. Ja. Und hier haben wir einen Rucksack. Great work so far. I think there's enough room to start planting now. Jetzt gibt es genug Platz, um jetzt mit den Pflanzen anzufangen. Okay. Seeds need a little bit of room to be able to grow properly. Some more than others. Otherwise, you can plant them anywhere. I've left Robin's plant book in the shed too. If you're ever unsure what a plant needs, you can probably find it there. In dem Buch können wir nachgucken. Wahrscheinlich werden wir ganz viel falsch machen. So, hier ist dann unser Rucksack. Da gucken wir sozusagen von oben rein. Okay, dann können wir dann Sachen mit sich tragen. Okay. Ja, bis jetzt kann ich eigentlich keinen Unkraut, würde ich sagen. Ja. So, müssen diese Steine hier im Weg liegen? Keine Ahnung. Nehmen wir aber auch Platz weg. So kann man vielleicht nochmal für irgendwas brauchen. Gehen Sie mal dahin. Gehen Sie aus dem Weg. So. Pflanze 5 Rosen, Pflanze 5 Narzissen. Ah, ich soll aber auch Feierabend machen, weil es langsam dunkel wird. Okay. Oh, sieht nett aus hier, so eine Abendstimmung. Da unten haben wir noch so ein Gewächshaus, da kommen wir jetzt aber noch nicht ran. Das geht erst im Laufe der Geschichte so. Ja, so jugendstilmäßig sieht das hier aus. Wenn die Brücke repariert haben, kommen wir auch da drüben an diesem Pavillon. Und da gibt es auch noch mal ein Stück Gartenbereich, okay. Dann gucken wir mal, wie geht das jetzt mit dem Bus nach Hause, wenn wir hier eine Bushaltestelle. Ich könnte mal ein Fahrrad fahren zum Dorfplatz. Okay. Village Square. Garten. Okay, das ist Garten. Das habe ich jetzt verstanden. Hier sind wir hergekommen. Wir gehen mal nach Hause, wo man das ist. Brum, brum. Erneuer Tag. So, geht doch nichts mehr mit ÖPNV. So, wunderbar. Zeigt die eigentlich an Gehen und Halten? Keine Ahnung. Ist mir wurscht. Gehen wir einfach mal weiter. So, Tag 2. Wir müssen jetzt neue Pflanzen säen. Jetzt hat er die Schüler gewachsen. Plump. Also, jetzt habe ich hier gerade aufgeräumt. Die vermehren sich aber schnell. Das eine wollte ich ja lassen, aber. Das vermehrt sich ja hier rasend. Waren hier jetzt noch Steine? Sind die eigentlich drin jetzt? Ah, guck mal an. Schnellwuchsdünger haben wir jetzt hier. Aha. Kann ich die benutzen? Moment, ich habe ja noch was Zeug hier, oder? So. Dann holen wir mal hier Samen raus. Klunk, klunk. Kuckuck. Eine Eichhörnchenbank. Was ist denn eine Eichhörnchenbank? Okay. Ja, die Mausempfindlichkeit ist immer noch was hoch. Ich glaube, ich muss das nochmal was Muster einstellen. So, was sollen wir jetzt machen? 5 Rosen und 5 Narzissen. So, dann können wir hier so am Zaun lang machen vielleicht. Mit Rechtsklick. Also. Okay. Wie funktioniert das mit diesem Dünger? Ah ja. Was aus dem Komposthaufen rauskommt. Interessant. So, dann haben die nachts Essen. Wenn man so dazwischen. Ich kann mit zweimal klicken, muss es ein bisschen irritieren, aber okay. Was sind die dazwischen?
So, toll. Amazing. Fantastisch. So here is your watering can. Und jetzt habe ich meine Gießkanne verdient. It's a little small, but it'll work for now. Die ist ein wenig klein, wird aber erstmal ausreichend. Warum kriege ich immer erst die schäbige Gießkanne am Anfang? Every seed you plant will need some water to get it going. Then need watering regularly. Okay. Underwatered plants Gießen. Will be brown, crispy, and they'll droop a bit too. Ja, and the ground so around them will immer. Be discolored. Also draußen hätschelt die Pflanzen auch keiner, wenn die im Wald wachsen. Und ich muss die dauernd immer pflegen. Das habe ich noch nie verstanden. So, hier. Wachst gefälligst. Das muss reichen. Was? So, na gut. Jetzt haben wir eine Gießkanne. Wo ist die denn? Hier. Ah, die ist auch schon gefüttert mit Wasserpatronen oder so. Wann sehe ich, dass die gegossen sind? Ah, dann verfärbt sich das. Schlau. Das hier so in einem. Amazing. Ja, Wahnsinn, look oder? At this. Look at how great the garden looks already. Ja, you're mein natural. Gott. Also meine Gießtechnik ist unnachahmlich. I think that's enough for one day. What? There's no rush with any of this. Das you should have time to explore anyway. Just Dankeschön. Keep an eye on the time. Make sure to get some rest at the end of the day. Puh, das war ja schon anstrengend. Komm, ich werde nochmal mich verausgraben und weiter gießen. Boah, jetzt bin ich aber auch schon ein bisschen fertig mit den Nerven. Die kann aufhören. Nicht das? Ah ja. Aufheben. Na, jetzt, warum ich das immer alles gedrückt halte? Das ist ein bisschen nervig. Okay. So, da haben wir aber jetzt genug Wasser hier. Dann kann man jetzt hier so richtig schön. Kann ich das auch hier auffüllen? Ah ja, geht auch. Da haben wir noch einen Fisch drin. Naja. So, Schnellwuchsdünger. Können wir auch noch. Wuff! Das ist aber wirklich Schnellwuchsdünger. Halleluja! Die sind ja jetzt schon rot. Jetzt ist noch was geben. Das ist ja ein Teufelzeug. Okay. Aber jetzt haben wir schon mal rote Rosen. Also, naja, bei den ganzen Pflanzen, die es hier gibt, da kann man das, glaube ich, wirklich sehr schön sich hier machen. Das ist ja auch Sinnessache. Man soll in Ruhe einen Garten hier bauen. Nachher kann man ein Gewächshaus da Pflanzen setzen und ein Vögelchen. Dann, das kann man auch alles bewässern und so weiter. Also, da kann man sich hier so richtig austoben. Also, gerne sowieso zu Hause gärtnern, kann das hier auch noch so ein bisschen machen, auch wenn das Wetter vielleicht jetzt gerade mal nicht so schön ist. Und sich einfach so ein bisschen entspannen, die Blumen sich hier angucken. So, und das ist so auch ein bisschen für mich auch Sinn der Cozy Games. Es gibt natürlich auch andere Arten, aber das hier ist einfach so ein bisschen Optik, ein bisschen was machen, einfache Sachen. So, und dann ist Feierabend und man kann das anders machen. Zum Beispiel wieder irgendeine Zombie-Serie auf Netflix gucken oder was auch immer. Und jeder entspannt sich ein bisschen anders. So, und dann haben wir das. So, und dann könnte man mal hier mal gucken, wenn man zum Dorfplatz geht, möchte man sehen, wie der aussieht. Ring, ring. Ei. Okay. Alter, das ist wie am Zirkus, sieht das aus hier. Wow. Er ist schon optisch ein bisschen overload, finde ich jetzt. Also. Ja, so der Jugendstilgarten, das ist schon hübsch. Das ist auch schön gemacht alles, aber das ist schon fast ein bisschen viel. Halleluja, mit Boden bemalt hier. Ui. Okay, das ist so das ganze Dorf. Ich glaube, mehr kann man sich auch nicht angucken. Ja, genau. Also das Spiel ist auch relativ simpel. Es beschränkt sich eben auf diesen Garten und alles, was damit so zu tun hat. Und mehr gibt es dann hier auch nicht. Aber ich habe einen Laden, da können wir reingehen, oder? Spring Items, Leslie's Garden Store. Ja, das ist mal ein Blumengeschäft hier. Und dann auch schön ein Jugendstilfenster hier vom Eingang. Das gefällt mir. Können wir hinsetzen, Käffchen trinken. Palim, palim, Hallöchen. ist Leslie die Kröte? Interessante Musik hier. Guck mal. Ist das hier die Dorfgemeinschaft oder was? Maggie, gibt's einen Hund? Okay. Hallo Frau Kröte. Oh, don't mind the clutter. Come on in. Hallöchen. Leslie's Garten, Bogene Eintracht. Was ist das hier? Obwohl er nicht Teil eines offiziellen Sets oder Pakets war, wünschte sich die Gartengemeinschaft ein Erscheinen des Gartenpavillons von A. Paschinger zum Internationalen Tag der Eintracht, dass es auch Bögen im gleichen Stil geben sollte. Anfänglichen Zugang gab der Architekt schließlich nach und veröffentlichte einen im letzten Jahr. Was soll das jetzt bedeutet? Ach, das hier, weil ich das markiert habe. Ah, das sind auch Ziergegenstände, so Bögen, durch die man durchgehen kann. Ah ja, hier haben wir Freibeete, kann man kaufen. Hier ein Vogelbad, okay.
Die hat hier 9 Seiten. 2 Seiten. Okay, ein Schlauch. Erntebeutel. Ja, hier haben wir eine Sichel. Ja, man kann Geld dafür. Ich habe 50, was weiß ich, Blumentaler hier. Ah, guck mal, ein Rasensprenger. Ein Sektenhotel. Okay. Die kleinen Biester kriegen ein Hotel. Ich hoffe, ich werde an Einnahmen beteiligt. Dann irgendwie Anti-Ungeziefer-Spray. Okay. Dekopinsel. Gelangweilt von den Designs, die wir für deine Gartendekoration bieten. Mit diesem Dekopinsel kannst du einfach aussehen und Stile wechseln, wo auch immer du sie findest. Ah, wir können also alles so ein bisschen dann irgendwie auch abändern, wie wir es wollen. Auch nicht schlecht. Ah, die verkauft auch Samen. Aha. Was haben wir denn jetzt? Jasmin, Prunkwinde, Iris. Binden. Das ist natürlich auch schön, wenn man so ein Ranggitter hat. Flieder. Oh, Flieder machen ja auch. Amaryllis, Klimatis. Klimatis ist auch schön am Panken oder Blühen. Okay. Das sind dann so Deko-Sachen. Klupi, das gleichgültige Gespenst. Okay, da können wir auch einen Halloween-Garten machen, so wie es aussieht. Lumi McRibbit-Laterne. Ein Frosch. Okay. Weißer Lattenzaunpfosten. Okay. Mittelgroße Girlande. Metallgarten. Gibt es noch mehr Geister hier? Okay, ist ja lustig. Wir haben auch Harald Gnuma. Wir haben auch Gartenzwerge. Okay. Okay. Steve Gnuma. Okay. Manchmal als OG. Original Gnuma bezeichnet wurde Harald als das erste Produkt der Gnuma-Reihe von Sonnleitner als Konkurrent zu den berühmten Fröschen von Rodriguez, Monge und Klos auf den Markt gebracht. Die Unternehmen begannen als Konkurrenten, doch arbeiteten sie bei einer Reihe von Gelegenheiten eng zusammen. Okay. Gartenzwerge. Ja, die gehören natürlich auch hier rein. Ist ja logisch. Kein Garten ohne Gartenzwerg. Okay, Blumenkasten. Mhm. Deckel, Blumenkasten, Tisch. Limo-Dosenballon. Was ist denn ein Limo-Dosen? Upcycling. Achso, echt? Das recycelt Material wahrscheinlich. Shelby die Schnecke. Was ist das? Shelby liebt es, auf Entdeckungsreise zu gehen. Von Garten zu Garten kriegt die Schnecke durch die Welt, um jeden Anblick zu sehen und jedes Blatt zu schmecken, das sie finden kann. Shelby ist dabei immer höflich und nett und hinterlässt stets ein Dankeschön für die köstliche Mahlzeit, wenn es an der Zeit ist, weiterzuziehen. Okay, eine höfliche Schnecke, oder was? Eine Handelsreiseschnecke gibt es auch. Ist klar, die reist von Tür zu Tür, dauert natürlich ein paar Jahre. Okay. Das ist ja Moosersachsenfelsen. Ja, wenn man da ein Faible für hat, weiß nicht, Kotterkopf, Topf, Topf. Pilzstuhl, eine Pilzstatue, ein Pilztisch, Windspielen, Holzbank. Vielleicht sehen wir hier auch noch die diese Squirrel Bank, also Papierwindmühle, Eichhörnchenbank. Also ganz viel Frosch, natürlich rohrige Nummer. Und kann man sich mit Deko austoben, so wie es aussieht. Laternen, das ist was für mich. Was ist das hier? Annabelle, meh. Übersetzung, blüht eine Blume nicht, ändert man die Umgebung, in der sie wächst, nicht die Blume. Okay. Bob, sein Name ist Bob, Bob ist ein Schaf. Das finde ich mal wenigstens nicht so ausschweifend. Butterblume und Marzipan, das hübscheste Mädchen auf der Party. Schafe? Reifentopf, Tweedly, Sparkle, Heuballen. Okay. Die sind gratis. Ach, guck mal, okay. Kurze Öko-Laterne. Ah ja, okay. Das hatte ich auch gelesen. Dann gibt es so ein Öko-Deko-Set. Das ist kostenlos. Das ist dann so aus Recycling- und Upcycling-Materialien. Und das kann man sich dann kostenlos hier ein Spiel machen. Dann sieht man auch so ein Recycling-Material-Zeichen dahinter. Ein Stuhl, ein Tisch. Teekessel-Feenhaus. Ein Versteck für einen Gartenfreund aus der Öko-Kollektion von Sanders und Genies. Recyceltes Metall. Denn auch magische Kreaturen lieben den Ökostil, bietet dieses moderne, abgecycelte Palast einen Gartenfeen, einen perfekten Ort für Teepartys und römische Extravaganz. Gartenfeen? Die gibt's ja auch. Gartenfeen? Okay. Wir kaufen, dass man das kostenlos ist. Eine Laterne. Ökolichter. Was ist denn das? Ökoschick. Hm. Das ist eine große Ökolaterne. Ich brauche Laternen, so viel wie es irgendwie geht. Reifentopf. Das ist so ein Autoreifen, wo man was einpflanzen kann. Ne? Heuballen. Der Grip ist immer gut. Was haben wir hier? Das ist dann das Feenhaus. Hier haben wir noch einen schönen Ökostuhl. Das holen wir uns jetzt mal alles. Das kostet. See you next time, dearie.
You know, you really shouldn't work so hard. Ja, eine interessante Brille, ja. Gibt's die von Fiemann? It's time for me to close up shop for the day. You should think about going home too. We'll all still be here tomorrow. Okay, dann gehen wir halt wieder. Oh, vielen Dank, Kröte. Okay. Eieiei. Das ist auch ein Vögelchen. So, vielleicht gibt es ja noch eine Kneipe, wo man sich ein bisschen besaufen kann, aber das hat nicht auf hier. Plum. So, ja. Oh, wir haben jetzt hier eine Laterne. Die können wir noch platzieren, oder? Mein Gott. Wollen wir alle so früh Schluss machen? So, vielleicht hier so im Eingang. Kann ich einen ausschalten? Nee. Na, vielleicht leuchte ich die von selber. So, was ist das hier denn liegen? Wo ist das? Können wir hier so hinstellen? Hm. Und wie groß das ist. Kann man das platzieren? Ah ja, okay. Genauso dachte ich mir das eigentlich so für den Eingang. Irgendwie. Ja. Kann man so durchlaufen? Ne, kann man nicht. Bleib hängen! Shit! Okay, ist das nicht dafür gedacht, dass man da durchrennt? Ja, das ist ja Mist. Okay, dann müssen wir das wieder aufheben. Und woanders hin tun. Gut, dann wissen wir das auch. Hm. Ist auch so ein Leuchtding. Ja, können wir mal hier so platzieren. Mal gucken, wie das aussieht. Hier, und das leuchtet dann auch. Gut, die Laterne hier. Wieder so lassen. Okay, dann fahren wir wieder mit dem Bus nach Hause. Und dann haben wir unseren zweiten Tag in unserem Garten ja auch geschafft. Jo, und dann gucken wir mal, wie es hier so weitergeht. Hier kann man sich übrigens auch eine Limo ziehen. Befrischt einen so ein bisschen. Und dann fahren wir mal nach Hause und gucken wir mal, was der nächste Tag hier so bietet. Weil Garden Life. Ich hoffe, das hat euch irgendwie so ein bisschen gefallen. Was haltet ihr von so einer Art Spiel? Das sieht jetzt hier schön aus. Man pflanzt entspannt seine Blumen. Hat natürlich da auch so ein paar Missionen, die man hier so machen muss. Und ja, wenn man so ein bisschen Konzept hat, einfach nur wild alles durcheinander pflanzen, kann man natürlich auch an unseren wilden Garten. Man kann es aber auch planvoll natürlich machen. Ich bin ja eher so der chaotische Typ, aber ja, optisch finde ich das schon mal schön gemacht, auf jeden Fall. Ich muss auch mal den Ton ein bisschen runterdrehen. Und dann würde ich mal sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Falls ihr das hier weiter sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und gießt immer schön eure Kakteen. Bye, bye.